Ich sag's dir, bei mir, ich hab mich gerade voll gepisst, Alter, das läuft da über die scheiß Toilette. Jetzt ist alles auf den Boden gespritzt. Bei mir hier auf die Beine auf. Jetzt muss ich meine Beine erstmal sauber machen. Natürlich, ey. Bei dir auch, ne? Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute wird Subway-Döner getestet. Es ist wirklich, ich war schon da, sage ich euch ehrlich, ich möchte ihn euch zeigen. Wie der Name schon sagt, Dönerfleisch auf ein Subway-Sandwich, originales Subway-Sandwich. Dann könnt ihr da, wenn ihr da seid, belegen, euch wie bei der Theke bei Subway aussuchen. Hier, ich nehme den Salat, ist wirklich auch so aufgebaut. Hier noch Jalapenos drauf, Soßen, blablabla. Mich würde interessieren, was ihr in den Kommentaren zu diesem Subway-Döner sagt und auch eure Empfehlung auch zu speziellen Sachen, wie Subway-Döner, irgendwie Käse-Döner, irgendwas. Auch so eine Sache habe ich selten in den Kommentaren gesehen. Alles rein und weil ihr es seid. Aber wirklich nur, weil ihr es seid, werde ich auch diesen Döner in die Deutschland-Bewertung mit aufnehmen. Aktuell Tonbull-Döner, Platz 1, zack, blenden wir ein und wir gucken mal, was der hier so abreißt. Ja, dann geht's jetzt ab nach Hamburg. Ich sag's dir, bei mir, ich hab mich gerade voll gepisst, Alter, das läuft da über die scheiß Toilette. Jetzt ist alles auf den Boden gespritzt. Bei mir hier auf die Beine auf, jetzt muss ich meine Beine erstmal sauber machen. Natürlich, ey. Bei dir auch, ne? Naja, die scheiß Toilette hier. Die hat uns ja misshandelt, ne? Ja, würde ich sagen. Ich sag's euch, die Toilette hat mich völlig zerstört. Ich mache hier so ein YouTube-Video, gehe ich gleich Döner essen. Weißt du, und dann denke ich, ich geh pissen mal eben, hat die mich völlig zerstört. Fühlt man sich nicht mehr wohl. Nee, ich auch nicht, eindeutig nicht. Hast du mich jetzt so ein Video? Ja, wollte ich dich gerade fragen, ob es überhaupt in Ordnung ist. Ja, mal sehen, ne? Ja? Ja, korrekt, ich danke dir, ne? Ja, wir haben gerade hier diskutiert, wir wurden beide von der Toilette voll gepisst eben. Wolltest du auch voll gepisst? Das geht gar nicht. Nee. Ich saß heute diese ganze Scheiße, U1, U2, U3, Wandsbecker Chaussee, wer weiß denn sowas? Also für alle, die den auch testen wollen, Wandsbecker Chaussee-Ausgang und dann ist hier eine Ecke. Das ist der Subway-Döner. Genau, also so sieht das Ganze aus. So sieht die Werbetafel aus. Mal gucken, wie die Realität gleich aussieht. Natürlich noch die andere Geschichte. Moin Chef, grüß dich. Sag mal ganz kurz, wie war die Idee? Wie kamst du auf diese Idee mit dem Subway? Oder ist der einzige, ne? Ja. Und das Brot, frage ich mich, holst du bei Subway oder machst du das selber? Ja. Machst du selber? Ja. Das Brot ist heftig, sag ich dir so, ja, wie es ist. Danke. Ich zeig mal eben, hier oben haben wir nochmal die Karte. Ich nehme ganz normal mit Kalbfleisch und Belag, so wie ich auch bei Subway machen würde. Ich bin gespannt. Also hier könnt ihr alles aussuchen. Es ist quasi wie bei Subway, ihr habt ganz viele Sorten hier an Soßen. Okay, wollt ihr mit knusprig Fleisch haben? Oder knusprig, ja, bitte knusprig. Alles klar. Salat nehme ich bitte, ich nehme alles drauf. Aber nee, keine Tomaten. Ja, und das sonst nehme ich alles. Ja, mein Bester, kannst du das probieren. Perfekt. Ich finde die Idee, muss ich euch sagen, finde ich heftig. Ich werde das gleich nochmal essen, mit meiner Favorite-Variante halt. Dann werde ich euch mal sagen, was Phase ist. Soße, was empfiehlst du? Cocktail von Hulloch scharf. Dann nehme ich mal Cocktail und scharf. Ciao. Ich hab's nochmal für euch. Also ich finde von der Optik, es sieht wirklich haargenau aus wie Sub. Von den Soßen, vom Feeling, das alles, alles auszuwählen. Und ja, auch ich würde mal jetzt sagen, von den Zutaten ist wirklich ähnlich wie bei Subway. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob der auch schmeckt. Was haben wir denn hier in unserem Körbchen? Kleine Werbeunterbrechung für Zack Plus. Geht gleich weiter mit dem Video. Crystal Way, vertraut mit drei geile Sachen bei diesem Whey-Protein. Limonadengeschmack, es ist wie eine Limonade im Sommer mit Eiswürfeln oder kaltem Wasser, babamäßig. Dann habt ihr für die, die es nicht mögen, nicht diesen halt normalen Eiweißgeschmack. So, ich mag beides gerne, davon abgesehen. Und ihr habt halt einen babamäßigen Eiweißgehalt. So, Muskelaufbau perfekt gesichert. Ja, und jetzt geht's weiter im Video. Da haben wir unsere Sitzecke am Schlüssel. Dann mache ich mal den hier. Ich stehe jetzt breitbeinig hier, voll auf feste Anzahl. Sag ich ehrlich, bei mir kreisen sich die Gedanken. Ist schwer, das Ganze jetzt auf den Punkt zu bringen. Vielleicht ist da vorne irgendwie besseres Licht. Ich muss mal, ich kann hier vorne rüber gucken, mal eben schauen. Ne, ich muss doch hier filmen. Fakt ist, dieses Brot ist heftig. Es ist genauso wie bei Subway. Ich finde diese Idee krass. Ich habe diesen Sub
Ich sag jetzt mal Sub einfach, weil für mich ist es mehr Sub als Döner. Habe ich bei Wer will Beef schon gegessen und ich habe denen da 7 von 10 Punkten gegeben. Und ich möchte diese Meinung abändern, weil ich gebe ihnen doch eine 8 von 10. Für mich ist es kein Döner. Ich bewerte es trotzdem mit rein, weil ich es gesagt habe, weil irgendwo ist das Dönerfleisch drin, hat es einen Hauch von Döner. Aber ich gebe ihnen 8 von 10, weil das fair ist. Ich finde, jeder, der irgendwie hier in der Umgebung wohnt, lohnt sich, wenn man Döner gerne mag, mal diesen Sub zu testen, weil das dieses Döner-Feeling hat, weil es einfach lecker ist. Es ist original, wie bei Subway, mit diesen Soßen, mit den Jalapenos drin, Mais, zwischendrin Käse. Es schmeckt einfach wie bei Sub mit Dönerfleisch drin. Und ich finde die Idee so krass, die will ich würdigen. Das Einzige, was mich stört, ist Fleischqualität. Ich unterscheide zwischen guter und schlechter Fleischqualität. Bei dieser Fleischqualität, finde ich, hat man gesehen, es war nicht die beste vom Äußeren. Man kann das ja immer schon ausmachen. Fleischschichten, Fleischlappen. Auch Hackfleischspieß kann gute und schlechte Qualität haben. Kam mir nicht so perfekt vor. Aber es gibt dennoch schlechte Fleischqualität, die gut schmeckt und welche, die schlecht schmeckt. Genauso wie es gute Fleischqualität gibt, wo es trotzdem scheiße schmecken kann, aber gut schmecken kann. Und das ist die Hauptsache. Und so im Gesamtkonzept hebe ich den 8 von 10, weil die Idee geil ist, weil das Brot geil ist, weil es einfach geil schmeckt. Ja, und jetzt werde ich mal eben zum Chef hier nochmal ein, zwei Worte werde ich nochmal loswerden annehmen. So, auf dem Weg zum Döner, jetzt noch, bevor ich den Chef zur Rede stelle, eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt. Schlechte, gute Fleischqualität. Schlechte Fleischqualität kann natürlich gut schmecken. Man muss sich aber immer bewusst sein, dass sehr viel mit Geschmacksverstärkern gearbeitet wird. Genauso kann gute Fleischqualität scheiße schmecken, weil das einfach schwerer ist, irgendwie einen guten Geschmack reinzukriegen. Da muss das Fleisch wirklich barbarmäßig sein. So, und ich werde jetzt, ich werde jetzt zum Chef. So, pass auf, Chef. Also, ich habe dir jetzt in meinem Döner-Test, deutschlandweiter Döner-Test, habe ich dir 8 von 10 Punkten gegeben. Also eine gute Bewertung. Das Einzige, wo ich gesagt habe, würde ich mir noch wünschen, wenn du Fleischspieß selber machst, dann würdest du den kompletten, dann würdest du alles killen. Nicht dieses eingekauft, habe ich gesagt, ja, okay, weiß ich jetzt, kann ich Qualität nichts zu sagen, wird wahrscheinlich nicht so die allerbeste sein, aber wenn du selber das so machen würdest, dann wärst du High Class, ganz oben dabei. Dafür versuchen, warum nicht? Versuchen, ja, ne? Natürlich, warum nicht? Ja, mach das mal, glaub mir. Ich gebe dir nachher meine Nummer, du rufst mich an, dann. Perfekt. Gerne. Ja, gut. Ja, alles läuft. Und bleib gesund, ne? Ja, du auch, danke. Danke. Voll verplant, das Auto aufzunehmen, deshalb auch ganz cool mit Kevin nach hinten jetzt von zu Hause. Ich danke euch für die ganzen Kommentare, davon lebt das Ganze. Bitte gebt nicht auf, wenn ich noch nicht dahin gefahren bin, wo ihr schreibt. Ihr schreibt immer wieder, bitte haut immer wieder rein. Tut mir das Gefallen. Und ich werde da irgendwann hinknallen. Nächstes Video wieder. Ich werde die Kommentare im nächsten Video wieder. 1000 Kommentare für einen Döner. Ihr werdet sehen, nächstes Video geht nach Münster und Gladbach. Ich danke euch. Viele haben mich noch nicht abonniert, sehe ich, die dieses Video gucken. Und wenn ihr mich auch ein bisschen glücklich machen wollt, haut auch ihr das Abo rein für mich. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jungs, noch mal ganz kurz. Was sagt ihr? Der beste Döner Deutschlands oder nicht? Safe. Ja, safe. Der Döner bei uns in Münster ist besser.